Heute zeige ich euch alle meine Autos und warum ich meinen Führerschein nicht abgeben werde. Freut euch aufs Video, auf geht's. Alltagsauto, Spaßauto. Was mit dem Ferrari und mit der Gegner passiert? Schätzer, gib mal Gas! Ich habe nicht umsonst zweimal den Führerschein verloren. Special Auto, jemand Schüssel? Er ist gefahren wie eine gesenkte Sau. Was geht ab? Alles gut? Du? Bei dir auch alles gut? Jawohl. Was steht heute auf dem Plan? Alle Autos, weil viele fragen oder in den Kommentaren schreiben, zeig mal alle deine Autos, da gehen wir heute drauf ein. Haben wir noch eine Trainingseinheit? Ja, und sonst noch, was der Tag hergibt, sagen wir es mal so. So, zum Frühstück gibt es die Pancakes von ESN. Und ihr bekommt gerade 20% auf das gesamte Sortiment bei ESN mit dem Code CHAMP. Ist ja sogar heute Pfannkuchen in der Dinosaurierform. Ich? Ja. Wie kriegst du? So, bitteschön. Bitteschön. Ja, auch, danke. Ich hab lange mehr gegessen, aber schmeckt mir gut. Freust du schon auf die kommende Diät? Ja. Aber ich muss sagen, ich bin ja mit dem Grundgewicht jetzt runter. Von daher. Wie viel bist du jetzt gerade? 8,5, 9. So, wir stellen das erste Auto vor. Das ist eigentlich von meiner Frau oder das Familienauto. RSQ8, 600 PS, 800 Newtonmeter, 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Schon krass für so ein Ding, oder? Ja. Gut, du siehst, das Familienauto. Ist nicht geputzt, wie immer. Ja, ich hab schon gesehen, deins ist aber auch noch nicht ganz so. Gut, ich bin ja gestern, ich fahre ja auch, ne? Ist ja nicht so, dass ich nicht fahre. Natürlich ist es ein schnelles Auto. Ich meine, Audi baut mit die besten Autos in Deutschland. Da ist auch Sicherheit an erster Stelle. So wie der hier fährt. Bestimmt, weil das Auto so dreckig ist. Deswegen sehen wir die Kratzer nicht, aber hier. Gut, aber das ist ja das ganz Normale, ne? Ich meine, der Hund geht raus, Taschen rein. Die Felgen sehen eigentlich relativ gut aus bis jetzt. Dass die Winterfelgen sind, oder? Ja, so ist es. Wie sehen die Sommerfelgen aus? Die sind schon verkratzt auf jeden Fall. Aber hier, was war hier irgendwo? Ja, hier. Ist er einmal hängen geblieben. Aber es hält schon im Rahmen, also von daher ist es okay. Da hat der Skimmodell auf jeden Fall schlimmer ausgesehen, wo sie gefahren ist. So, jetzt haben wir den Urus S. Den haben wir auch neu. 666 PS, 850 Newtonmeter, 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Ja, ist halt schon eine Waffe, das Auto. Der große Bruder von dem. Ist eigentlich so im Grunde dasselbe Auto. Interieur ist ein bisschen anders hier, ist klar. Luxuriös, sag ich mal. Aber von der Technik her schon ähnlich, von der Technik, gell? Ja, eigentlich gleich. Ne? Alltagsauto, Spaßauto, alles. Wo steht eigentlich der RS7? Der RS7 ist heute nicht da, weil die Frontscheibe hat einen Riss gehabt. Die wird gerade gemacht. Haben wir ja schon gesehen, haben wir ja schon ein Video drüber gemacht. Jetzt fehlen hier noch irgendwie zwei Autos. Was ist mit dem Ferrari und mit der G-Klasse passiert? Ferrari G-Klasse habe ich verkauft. Macht keinen Sinn jetzt da noch ein Auto. Zum Spaß haben wir hier den GT3 RS, der mich richtig geflasht hat, muss ich sagen. Ja, das hat für mich jetzt keinen Sinn gemacht, habe den verkauft. G-Modell habe ich auch verkauft. Und ich muss dazu sagen, ich habe 4 oder 5 Jahre habe ich am Stück ein G-Modell gefahren. Und irgendwann ist da auch mal gut. Deswegen auch jetzt den Urus. Ich habe den Urus zwar auch mal gehabt, umgebaut, auch super Auto. Urus S, aber das ist nochmal eine andere Nummer, ne? Da ist nochmal anders abgestimmt, sag ich mal. Ne? Also merkst du schon, der hat schon, geht schon vorwärts. Ja, unser Spielzeug GT3 RS, 525 PS, 465 Newtonmeter, ganz genau, von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden, was nicht das schnellste Auto ist, muss man sagen, von unten raus. Das ist das Einzige, was ich bei dem Auto sage, von unten raus hat. Ne? Das ist ein Sechszylinder. Beim Ferrari zum Beispiel, der ist, ich müsste mal gucken, müssen wir mal einblenden ganz kurz. Von 0 auf 100, ich weiß es gar nicht, aber unter 3 auf jeden Fall. Aber dafür hat er eine Kurve nicht so performt. Nee, überhaupt nicht. Und deswegen sage ich ja, das macht es dann halt wieder weg. Bei dem Auto, das ist so abgestimmt. Da ist Feierabend. Das ist der Kofferraum. Also gar kein. Motor vielleicht nochmal abchecken? Ja. Das ist auch eine Premiere, hab ich auch nicht aufgemacht. Das ist nur das hier. Ehrlich? Ja, nein. Kannst du nicht aufmachen. Ey, warum ist das denn da? Ja, was ist denn? Warum geht's nicht auf? Nur die roten Dinger da. Ehrlich jetzt? Nein, Mann. Doch. Nein, bist du verrückt oder was? Das ist Kühlung. Wie sollen die denn da ans Auto kommen? Und das ist Öl. Was? Ehrlich, kommen wir da gar nicht dran, oder? Also das ist der Motor, alles klar. Das Eckalin-Kennzeichen spezial. So, das war's auch mit dem Kennzeichen erstmal. Ja, aber hier noch ein bisschen Zeit, bis warm wird. Was natürlich nicht fehlen darf, haben wir noch nicht beim RSQ8. Soundcheck. Der hat schon Dampf im Familienwagen. Ja, ist ein bisschen leise, aber okay. Im Vergleich zum Lambo. Wollen wir mal kurz noch einen Soundcheck machen? Eine kleine Kostprobe für die Leute. Wenn ihr das Video von dem Urus nicht verpassen wollt, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Ganz wichtig. Kleine Kostprobe, ja? Komm, du machst Soundcheck hier bei dem Auto. Kann man den Spoiler auch einklappen? Kann man, ja. Geh auf die Bremse. Mach nicht so, als würdest du nicht wissen, wie es geht. Kann man den Schlüssel da reinlegen? Okay.
Auf geht's. Aber nur immer so ein bisschen. Wenn der höher dreht, dann gibt es direkt so ein Rennstreckenfeeling, gell? Ja, ja. Bam, bam. So, das sind die Autos, was hier stehen. In Frankfurt steht auch noch eins, Special Car. Jetzt steht erstmal Training an und dann gehen wir noch mal kurz darauf ein, warum ich meinen Führerschein behalten will. Oder nicht abgeben werde. Oder nicht abgeben werde, sagen wir mal so. So, Soundcheck vom Moped. Auf geht's, gib ihm. Okay. Wenn das Ding auch nur ordentlich. Auto ist frisch gewaschen, hast dich ja beschwert, wie immer. Autos sind dreckig, aber die werden ja auch bewegt. Auf was achtest du, wenn du ein Auto holst? Ob das dich beim ersten Moment sagst du, ja, will ich? Oder? Im ersten Moment muss er flashen, so, weißt du? Sagt da die Probefahrt auch viel aus oder eher nur von außen? Probefahrt, wenn ich überlege, ich habe gar keine Probefahrt gemacht, noch nie. So, normalerweise sind wir immer mit Frau Weber im Partnertraining. Heute haben wir jemand anderen. Camilla ist da. Hallo. Was machen wir eigentlich nochmal? Hyrox Vorbereitung, ne? Ja, das haben wir noch gar nicht offiziell gesagt. Ja, genau. Keiner will mit mir trainieren. Also muss ich mir jemanden. Ja, ist doch so. Keiner kann mithalten. Keiner traut sich. Genau so, keiner kann mithalten. Weißt du, ich kann mithalten? Ich hoffe es. Doch, es geht schon. Ist ein geiles Training, weil man vom Puls her sich dann wieder ausruhen kann. So wie ein Intervalltraining eigentlich. Also es ist nur ein Warm-up. Wir machen 2 Minuten hier auf den Bikes. Danach Inchworm, also ein bisschen um die Schulter warm zu machen. Dann nochmal hier Ski-Ergometer und 20 Pass-Through, das ist mit dem Gummiband. Gerade im Moment habe ich nicht den Biss, Ehrgeiz, alleine zu trainieren, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe in Spirit, trainiere mit den Jungs, macht Spaß. Aber jetzt alleine zu gehen und sich zu quälen, boah, ich habe gerade so ein bisschen zu viel Stress dafür, weißt du? Alles unter Anleitung, ich mache einfach nur und fertig. Willst du schon was zum nächsten Kampf sagen, oder? Das Datum weiß ich. Gegner weißt du auch schon? Jein. Ich mache richtiges Training, könnt ihr gucken. Guck dir die doch an, wie Schulklasse. Mach doch ein bisschen Werbung für meinen Kampf. Am 30.03. im März. Hier in Frankfurt. Silberg Arena, 7000 Leute. Leute, die Tickets kaufen. Das, Alter. 69 zivilische Umdrehung, Alter. Mach mal auf 80 Spassi. Fetzt doch mal. Du Fetzer, gib mal Gas. Komm. Wir machen ein Teamworkout auf 2. So viel quasi wie geht und davon auch mehrere Runden. Double anders teilen wir uns halb auf. Sled, Pull, dann haben wir 40 Meter Sandbag Carry, also 45 Kilo Sandsack tragen. Dann machen wir 4-4 Sandbag Over Shoulder, also drüber schmeißen mit den 45 Kilo wieder. Danach machen wir Push-Ups, dann 3-3 Wall Walks, also in den Handstand rückwärts an die Wand. Toes to Bar, das heißt, ne, dran hängen, Füße oben ans Rack. 2-2 Rope Climbs, also schön hier das Seil da oben hochklettern. Dann 10 Kreuzheben, auch wieder im Wechsel. Und dann nochmal 1-1 Lane Kettlebell Carry mit 32 Kilo, irgendwie sowas. Ab geht's in die Hölle. Wappelübung im Kopf. Das ist genau auch das, was ich für den Kampf brauche. Ja. Gas geben. Los, Gas geben. Ja. Also konntest du mithalten? Ja, auf jeden Fall. Was hat denn das Thema Autos und schnelle Autos fahren mit deinem Sport, MMA, CrossFit so zu tun? In erster Linie der Adrenalin. Das steht ganz oben. Spaß, alles eigentlich. Das spiegelt alles wieder. Natürlich aber auch Disziplin und Fokus. Ich meine, ich habe nicht umsonst zweimal den Führerschein verloren. Ich musste zweimal MTU machen. Das darf man da nie verlieren und natürlich ist für mich in erster Linie sehr, sehr wichtig, den Führerschein zu behalten, um ein Stück weit auch frei zu sein, ne? Nicht abhängig zu sein oder auf jemanden angewiesen. Ich meine, ich wohne ja ein bisschen außerhalb, da ist es dann immer ein bisschen schwierig, dann wegzukommen, mal den Sohn zur Schule fahren oder die Tochter zum Kindergarten. Da muss man immer planen und vorher machen und das auch für den Sport, da ins Training zu fahren, dahin zu fahren, das ist alles gegeben, auch mit dem Fahrer. Aber man muss alles planen, so kann man nicht mal spontan sein. Das ist das eigentlich so die Hauptsache bei dem ganzen Ding. Tommy, gut, dass ich dich hier noch erwische. Was ist für dich denn an einem Auto, was du täglich fährst, was für die Familie ist, wichtig? Du bist nicht so der Typ, irgendwie so Kombi oder irgendwie sowas oder so ein Van für 6 Kinder, sondern ich will auch, dass das Auto gut aussieht. Ich hatte ja das G-Modell, das war ja eigentlich mir, aber das war einfach unpraktisch mit den Kindern. Die Türen, es geht immer so schwer zu, die Kinder haben die gar nicht alleine auf- oder zubekommen. Aber ich muss sagen, vor dem Auto hatte ich ja immer einen Cayenne und es hat mir schon besser gefallen als das Auto. Also ich werde den jetzt auf jeden Fall zurückgeben.
und mir wieder einen Porsche holen. Der Urus, der Lambo, ist schon immer mein Traumauto. Schon immer, immer, immer. Wir hatten den ja schon mal und ich muss sagen, der fährt sich brutal. Allein schon das Lenkrad, das Fahrgefühl, das ist schon richtig toll. Aber Christian lässt sich leider noch nicht dazu überreden, dass das das Kinderauto wird. Ist ja klar, aber ab und zu werde ich es auch ausfahren. Aber nicht zum Kindergarten. So, jetzt sind wir hier im Spirit. Kurz Training zu gucken. Wie der Vater. Geschmeidig. Deine Hüfte, nein, genau so. Jawohl. Jawohl. Gut so, gut so, gut so, gut so. Nicht nur aufpassen. Die machen das richtig gut hier, wirklich, muss ich ehrlich sagen. Der Trainer ist toll, alle Kinder haben Spaß. Das ist auch wirklich ein schöner Sport für die Kinder, finde ich. Gib 5. Gib 5. Hey, gib 5. Hallo. Gib richtig 5 mal. Das klassische Fazit zum Training. Geil. Der guckt es ja jeden Tag. Siehst du, hat es schon gut gemacht. Guten Bewegungsablauf, David. Jetzt gibt es nochmal einen Döner-Test mit der Familie, Tombol. Danach haben wir noch ein Special Auto. Die Erfahrung mit Tombol war eigentlich immer gut oder ist immer gut. Aber ich muss sagen, der aus Offenbach, wie heißt der? Jamedina. Jamedina hat den überholt. Der hat aber leider zu heute. Hat leider zu, ja. Aber auch top. Top. Dafür können wir gerne hier nach Frankfurt. Komm wieder ein Fazit hier für Tombol. 10 von 10. Wir kommen gerne wieder. 9 von 10, weil der Beste für mich ist gerade der andere. 9,5, 9,5 genau. So, Special Auto, gib mal einen Schlüssel. Das ist unser Tiguan, 200 PS. Ich weiß nicht mal, ob es Diesel oder Benziner ist. Dann haben wir hier unseren Rallye-Fahrer Robert. Hier haben wir, warum auch immer, einen Delschen. 1,5 Jahre unterwegs damit gewesen. Ja, ja, ganz genau. Viele gute Erinnerungen. Aber auch Erinnerung, dass ich meinen Lappen nicht mehr verlieren will. Auf jeden Fall. Wieso eigentlich der Tiguan? Wieso kein Auto, wo du hinten bequem sitzt, als gefahren genau werden? Aus diesen Gründen. Der ist gefahren wie eine gesenkte Sau. Da soll ich dem eine S-Klasse oder. Nee, das geht nicht. Das war genau passend für den. Niemand passt doch auf dein Auto so gut auf wie man selber, oder? Was man selber bezahlt hat. Kannst du ganz kurz mitkommen? Genau das, wo du hängen geblieben bist, am Bordstein. Hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt, hat mich nie im Stich gelassen. Deswegen bleibt er bei uns, Hundeauto. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.